Hallo Frau Doris Zöls, liebe Frau Doris Zöls, lieber Herr Alexander Poray, ich glaube, man sagt Poray, liebe Leute in Würzburg, Holzkirchen, Würzburg. Ich bin Urs Rüesch und Sie haben von mir schon Kenntnis genommen. Ganz am Anfang hatte ich Kontakt mit Willi Gisjäger. Ich habe auch einen guten Freund, der bei Willi Gisjäger in einer Meditation war. Ich habe auch studiert, vorher schon Zen selber auch. Und über sie bin ich dann auch noch auf die Spur der christlichen Kontemplation gekommen. Es ist nicht wertend. Ich mache so Feldstudien auch. Oder mein Hintergrund ist auch katholisch, aber auch philosophisch. Mein Vater war ein Skeptiker eigentlich, der wirklich gesagt hat, was kann man wirklich wissen, und das hat mich dann auch sehr erschüttert und ist bis heute auch ein Teil von mir, war es wahrscheinlich schon lange auch, sich erschüttern zu lassen. Und wo gelingt uns das besser, als wenn eine andere Person einem aufzeigen kann, wo man noch nicht so entwickelt ist, oder? Und da gehen wir durch die Hölle, manchmal auch. Jetzt, aufgrund meiner eigenen Studien, vielleicht können Sie mir da folgen, bin ich ja zur Erfahrung gekommen, dass eines der verheerenden Muster, die wir heute haben, wenn wir so in einen Konflikt hineinkommen, und da entsteht vielfach ja genau dieser Druck, seien es nun äußere Konflikte oder innere Konflikte, da kommen wir in diese Drucksituationen hinein, wo wir dann auf eine charakteristische Weise uns verhalten oder reagieren, innerlich, äußerlich. Und seit der Sesshaftwerdung haben wir da einen grundlegenden anderen Modus drauf. Und zwar haben wir da das Abspalten. Also wenn wir mit etwas nicht mehr zur Ranke kommen, dann spalten wir das ab. Und weg damit, meinen dann, es sei weg, oder? Und früher, die authentische Haltung, Verhalten ist, dass wir integrieren. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem Du, wir haben ja einen Konflikt im Moment, oder? Über YouTube. Die Videos, die Sie bei mir rausgestanzt haben, die für mich wichtig sind, auch dieses Verfahren bei YouTube ist nicht ohne, oder? Also man kann, würde dann schon einen rechten Schaden erleiden, dass Sie das von mir auch wissen, wenn Sie meinen Kanal so zu beschädigen beginnen, oder? Weil Sie haben vielleicht gesehen, ich habe etwa 700 Videos da drauf. Und das ist für mich essentiell, oder? Und da ist eine Riesenarbeit auch dahinter. Und wie YouTube ist so ein Austauschformat weltweit, das wir gut gebrauchen können, oder? Und wenn wir jetzt so in einem Konflikt sind, ich habe das einfach bei Ihnen gesehen, das ist jetzt schon das zweite Mal, wie Sie mit diesem gleichen falschen Grundmodus operiert haben. Das erste Mal
haben sie dann gar nicht mehr sich gemeldet. Ich war immer schön in der Kommunikation, oder? Und dann sind sie dann einfach plötzlich weggefahren. Und sie sehen das wahrscheinlich auch. Es gibt ja einige Kommunikation, E-Mails und so. Und da sind sie dann einfach weggetreten, oder? Und ich würde eben propagieren, dass man dann auf das Du zugeht und sagt, du, wir müssen uns doch treffen und dass wir das zusammen, dass wir wieder zusammenfinden und zusammen wachsen können. Wir haben beide, haben wir uns viel zu bieten, oder? Und dass wir dann ja auch bereit sind zu wachsen, jeder. Und das zweite Mal haben sie wieder auf die gleiche Weise jetzt reagiert, aber sogar noch materiell jetzt sogar. Sie haben gesehen, sie stehen nicht so gut da, oder aufgrund meiner Argumentation. Und dann haben sie dann geschaut, wie sie dann mir eins rein hacken können, oder indem sie mein Video ohne Kontaktnahme vorher einfach dann rausgeworfen haben bei YouTube und meinen Kanal am Beschädigen sind, oder? Dort den Kanal auf YouTube. Ja, das ist das gleiche falsche Grundmuster des nicht in Kontakt gehens, des nicht Zusammenfindens, des nicht Fusionierens in Anführungszeichen, oder? Und ich glaube, es fällt uns beiden kein Stein aus der Krone, wenn wir uns aufeinander zubewegen. Das mache ich jetzt auch wieder. Und wahrscheinlich einmal zusammenkommen, oder? Also ich bin auch mobil. Die Grenzen sind wieder offen. Ich kann auch einmal zu Ihnen kommen. Vielleicht jetzt mal einfach einmal das, oder so als Start. Möchte jetzt auch nicht zu lange monologisch sein, sondern Ihnen jetzt einfach einmal das so rübergeben. Und das ist bei mir eigentlich öffentlich, weil, ja, es ist öffentlich, weil das Schamanische ist öffentlich. Und ich glaube, gerade eben auch, indem wir so vielleicht vorbildhaft, hoffentlich für andere, die uns ja bei Ihnen ja auch zuhören, dass wir da auch vielleicht Wegweiser sein können für Konflikte, oder wie man da auf viel intelligentere Weise eben durch gemeinsame Intelligenz, ja, dass man da, wie man damit umgehen kann, damit man sich nicht wieder die Köpfe einschlägt, oder wo im Moment ist das ja immer noch bei Ihnen, also ja, dass wir mal die Vergangenheit abspalten vielleicht, oder wenn Sie schon abspalten weiterhin möchten, dann werfen wir doch einfach einmal die Vergangenheit raus und kommen als Menschen zusammen, oder? Darf ich Ihnen das mal so unterbreiten und würde mich sehr freuen und bitte bald, also die Zeit läuft und es gibt andere Leute, die haben auch schon mitbekommen, dass wir in diesem Konflikt sind. Auch die Spuren auf YouTube, die man sehen kann. Sie haben mein Video rausgeworfen, ohne sich vorher zu melden und solche Sachen, oder? Also, ich glaube, Sie haben auch ein Interesse, dass wir das jetzt auflösen können, oder? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und hoffe auf Ihre baldige Rückmeldung. Machen Sie es gut.